Moin moin und weiter geht's in Drakensang am Fluss der Zeit mit vielleicht langweiligem Kram. Ja, ich hätte mal vor, noch ein bisschen zu alchimieren, ehe ich jetzt in die Stadt gehe, weil vielleicht könnten wir es ja schaffen. Ich nehme mal Belmatblätter mit. Warum habe ich denn hier noch 88 Gunmund-Tees? Die sollten verkauft werden. Nimm mal die Alraune mit. Gunmund hatten wir. Was könnte man? Alchemistische Zutat, alles klar. Bogenbauer, nö. Conchines. Aha. Bleichmundsamen haben wir, glaube ich, noch auf Tasche, oder? Haben wir Bleichmundsamen auf Tasche? Ja, eine ganze Menge. Ich lege mal die zurück. So, und Feuermüllspulver. Eugenwurz. Auf jeden Fall. Ihr seht schon, ich gehe diesmal etwas geordneter vor mit der ganzen Geschichte hier. Krötenschimmel. Joruga. Hatten wir Joruga auf Tasche? Joruga. Wirselkraut. Pass mal auf, packen wir mal zwei weg. Hatten wir Joruga? Ja, aber wenig. Okay, Kohle nehmen wir auch mal mit. Kohle. Mhm. Die Conchines hatten wir sicherlich auch schon welche. Ja, ich will einfach nur mal gucken, ob wir hier irgendwas noch craften können, weil wir brauchen Geld, Freunde. Wir brauchen Geld. Nö, und wir können hier gar nichts. Nee, pass mal auf. Ich guck noch mal kurz, was uns für die verschiedenen Sachen. Hier fehlt uns Einbeere, hier fehlt uns Aluhol natürlich. Aluhol und Finage. Aluhol und Feuermoos. Salbenfett. Wo können wir bloß noch Salbenfett herkriegen? Giftzahn. Achso. Ja, ich krieg das immer durcheinander. Alraunenpulver. Hatten wir da nicht noch welches? Moment mal. War das nicht ganz oben in der Truhe? Oder hatte ich mich da getäuscht? Hatten wir das schon verbraucht oder? Nee. Das Problem ist auch wirklich immer, dass die Händler nicht resupplied werden über die Zeit. Wo waren wir jetzt? In der Schöpfung. Rundpulver, Raumpulver. Finage und Schwefelquell. Haben wir nicht noch Finage und Schwefelquell auf Tasche hier? Finage und haben wir auch Schwefelquell noch? Jetzt. Okay. Handsalbe. Salbenfett. Wir brauchen Salbenfett. Und Schwefelquell. Und Alkohol natürlich. Salbenfett. Gulmundblatt. Moment. Gulmundblatt. Willst du mich verarschen? Da hatten wir doch welche. Wir hatten auch welche rausgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Gulmundblatt. Ich nehme alle Gulmundblätter raus, die ich habe. Chines, Belmatblatt, Gulmundblatt. Schon wieder. Gulmundblatt. Alter. Naja, nee, nicht alles nehmen. Bitte. So. Jetzt sollten wir aber genügend. Da. Gulmundtee, 54 Stück. Wir hatten, glaube ich, schon welche aus der Truhe geholt. Rezept anwenden. 54 mal 5 Gulmund. Alter. Einfache Wollmütze. Holzleim, Wildschweinfell. Und das ist Alchemie? Bleichmondwein. Schon wieder. Da, Aluhol, Schwefelquell und Diamantstaub. Okay. Und Diamantstaub und Aluhol natürlich. Antidot, Aluhol und Schwefelquell. Alter, das mit dem Aluhol, das macht mich sauer. Ja, die hatten wir schon. Da weiß ich nicht, was man damit machen soll. Weißt du was? Dann gehen wir jetzt einfach her und packen mal die Zutaten wieder in die Kiste. Ja. Alraunenpulver.
Ach, das war nicht genug wahrscheinlich. Hä? Warte mal. Das verstehe ich nicht. Wo ist das Alraunenpulver jetzt? Da unten. Ich muss noch mal rein. Ich verstehe nicht, warum wir bestimmte Sachen eben nicht bauen konnten. Okay, Einbeerensaft. Ach so, man braucht 10-mal Einbeeren und wir haben nur 8. Okay, alles klar. Okay, da müssen wir noch Pflanzen pflücken gehen, ne? So. Also. Das. Ja, ich packe hier erstmal alles rein, was mit Crafting und sonstigem Quatsch zu tun haben kann. Vielleicht haben wir auch noch was in den anderen Inventaren. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Entschuldigung. Ja, Finage hatten wir doch. Halt. Den Golem und Tee verscheuern wir nämlich gleich. Da haben wir so unglaublich fucking viel von. Entschuldigung, guckt euch doch mal, wie viel Golem und Tee wir hier haben. So. Ich lasse erstmal alle Crafting-Geschichten wegpacken. Da ist auch noch Golem und Tee, das schieben wir gleich um. Sandstein, altes Beutchen. Golem und Blatt, guck mal, noch mehr. Oh, das müssen wir gleich mal lernen. Ach, wir haben noch Kuanus Degen auf Tasche. Was machst du, Honk? Mach ich. Läuft auch alles? Ja, Facecam läuft, Aufnahme läuft. Super, mein Guter. Ja, das sage ich einfach nur mal so ein bisschen. So. Wird langsam schon ein bisschen schwammig mit der Aussprache. Ist ja sowieso momentan ein bisschen problematisch. Das soll auch verkauft werden. Okay, alles klar. Oh, noch mehr Gullmond-Tees. Wir könnten noch so viel craften, Freunde. Ja, könnten wir. Vielleicht machen wir das auch noch. Gut. Haben wir es jetzt. Gut. Dann gruppieren wir erstmal alle Gullmond-Tees um zur Giftheilerin. Das ist sie. Und ich würde sagen, wir behalten 100 und verkaufen den Rest wirklich. Ist so. Ach, guck mal. Haben wir doch glatt was vergessen? Soll ich das mal kurz nochmal in die Truhe packen? Ja, und mach das vor allen Dingen mit dem Grubelwulf. Warum hat denn Honk immer noch Gullmond-Tee? Okay, lass mich mal ein bisschen sortieren hier. Guck mal, wie viele Einbeersäfte. Geilo. Wenn wir die alle gut aufteilen. Wusch. Wenn wir die alle gut aufteilen, sollten wir imstande sein. Warte mal, dann lass uns doch gleich richtig machen. Also, gibt es hier noch irgendwas zu verkaufen hier von ihm? Nee, das Wundpulver, das will ich mal schön behalten. Ach, das lässt. Ja, gut, das lässt sich auch stacken. Okay, warum lassen die sich eigentlich nicht von. Doch, lassen sie sich auch. Alles klar, wir kommen hier langsam irgendwie zu Rande. Entschuldigung, das muss man alles erstmal lernen. So, die gehören ihm. Ja. Alles, was zu verkaufen ist, kriegt er. Ja, alles, was. Und warum hat er noch Verbände? Irgendwas auf der zweiten Seite. Ich mag das nicht. Das ist des Stiesels Domäne. Warum hat er so wenig Einbeerensäfte? Das muss verändert werden. So, und dann haben wir hier viel Verkäufliches. Ja, die Gullmond-Tees kann sie behalten. Ja. So. Das ist verkäuflich. Wir müssen vielleicht nochmal hoch zur Bogenbauerin, weil uns die Brandpfeile ausgehen. Ja, momentan mit dem Selbstbauen ist nicht so geil. Gut. Wir gehen hier nochmal zu dem Händler hier unten. Ich höre auch andere Leute schon hier so. Ja. Okay. Erstmal den Schrott, den er zu verkaufen hat. Ja, das ist Schrott. Zum Beispiel auch das hier.
Das Rüstungspulver müssen wir mal ausprobieren. Warum hat er denn noch Gulmontee? Guck mal, 5 Dukaten. Hey. Salbenfett? Warum hat er... Hat Salbenfett. Da müssen wir gleich doch nochmal... Tut mir leid. So, jetzt sie. Ich hatte gesagt, wir lassen ihr ein Stack Gulmontee. Der Rest... Gulmontee. Der Rest wird verkauft. Guckt euch das mal an. Da kommen wir doch tatsächlich schon wieder ein bisschen zu Geld. Und wenn wir das ein bisschen öfter machen, guck mal, fast 100 Ocken. Trotz dessen, dass wir die Sturmwächter, der Sturmwächter-Federschmuck, ich weiß nicht so recht, erscheint mir jetzt nicht so. Ich gucke gerade, ob wir hier noch Salbenfett oder sonstigen Quatsch haben. Kann ja sein, dass wir das irgendwie verkauft haben. Handel abschließen. So, pass mal auf. Hatte er jetzt hier Salbenfett? Ja, er hatte tatsächlich Salbenfett. Okay, alles klar. Ich muss noch mal zurück. Nein, Hong Kong, kommen Sie her. Hong Kong. Salbenfett. Brandsalbe, Conchines und Kohle. Ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Warte mal. Wozu brauchte man denn noch Salbenfett? Entschuldigung. Heilsalbe, da. Bleichmundsamen und Wirselkraut. Das sollte wirklich sein. Ihr habt ja gesehen, was die Wundsalbe für Preise erzielt hat. Was war das jetzt? Oh, jetzt habe ich das wieder vergessen. Moment. Ich krieg's schon. Wundsalbe. Heilsalbe meine ich. Bleichmundsalben und Würselkraut. wir holen mal alles raus, was in der Richtung hier ist. Bleichmundsamen. Bleichmundsamen. Hatten wir denn gar kein Würselkraut mehr? Das ist ganz unten, ich weiß. Das ist schon klar. Hat man ja gerade abgelegt. So. Würselkraut, Bleichmundsamen, Würselkraut. Würselkraut, Bleichmundsamen. Ah, es wird auf jeden Fall zu viel sein, ist klar. Na? Okay. Und Aufi. Da, Heilsalbe. 19 Stück schon wieder. Rezept anwenden. Und jetzt fehlt das Salbenfett. Wie war das nochmal mit dem Gulmond-Tee? Gulmond-Tee, Quellwasser 0 und Gulmond-Blatt 0. Ja, Entschuldigung, hier muss alchemiert werden, bis zum geht nicht mehr. Sagen jetzt hier auch 10.000 Leute, wenn die hier zuschauen würden. Doch noch eine ganze Menge von dem Zeug. So, Gulmondblatt. Haben wir denn überhaupt noch Quellwasser? Dreimal Quellwasser haben wir noch. Und haben wir denn noch Gulmondblatt 22 haben wir hier. Also Quellwasser können wir in 0,6 wiederholen. So langsam gehen uns auch die Gulmonde aus. Ja, aber so lange werden wir noch haben. Wir brauchen Geld, Leute. Gulmond-Tee. Warum kann ich kein Gulmond-Tee mehr machen? Ach so, weil wir dafür 5 Quellwasser brauchen. Weißt du was? Grüß dich sein. Ach, diese Ecke vom Dialog habe ich noch nie mitgekriegt, wo der Typ sagt, kann man hier nicht mal freundlich grüß dich sagen? Da habe ich mich immer gefragt, was soll das? Also jetzt habe ich doch wieder eine Dialogecke gehört, die ich bisher noch nicht gehört habe. Auralia? Hahaha.
Da haben wir Quellwasser. Sonst noch irgendwelche Sachen, die hier selten sind. Also von ihr. Ja, ich könnte die... Weißt du was, ich kaufe hier die Kuhlmondblätter ab. Ich weiß, das ist total blödsinnig. Kann ich eigentlich auch ihr Inventar, ihre Werkbank benutzen? Natürlich kann ich das, alles klar. Super. Dann kann ich mich die Gullmund-Tesla hier machen. Jo. Und, zack. 33 mal 5 Gullmund-Tes. Na, man gönnt sich ja sonst nichts. Die kann sie gleich kriegen. Ich verkaufe ihr alles, was ich jetzt gebaut habe, nämlich zum Beispiel die 19 mal Heilsalbe. Hier 100 mal Gullmond-Tees, 65 mal Gullmond-Tees. Ja, und das war es im Endeffekt mit der Möglichkeiten, welcher. Mhm. Ja, nö, wir brauchen wieder Gullmond-Blätter. Wir müssen tatsächlich Pflanzen pflücken gehen, Kollegen. Wir sind bei 109 Ocken. Mühsam, ihr wisst schon, ne? Von wegen Eichhörnchen und so. Ja. Was mache ich jetzt bloß? Es sind 16 Minuten aufgenommen. Ich müsste eigentlich nur noch 4 Minuten aufnehmen, dann hätte ich die 2 Stunden, die ich eigentlich machen wollte. Was ich jetzt einfach mal gucken will. Einfach mal so, weil ich Bock drauf habe. Das ist was kostet eigentlich dieser Dracker Malma? Ich weiß, der ist weit über unseren Möglichkeiten. Aber man wird ja wohl auch noch mal träumen dürfen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Kann das sein? Neue Kleider hat der Schneider. Ach so, hier sind wir jetzt. Ach so. Nö. Also so viel ich weiß, gibt es da nichts, was man da erfahren kann groß. Sag mal, habe ich... Ach doch, ich habe die Truppe dabei. Sie läuft nur sehr weit hinter mir her. Alles klar. Ob wir hier wirklich schon alle beklaut haben? Nein, keine Angst. Ich nehme es einfach mal an. Was ich jetzt hier noch will, das ist Folgendes. Ich möchte einmal kurz Hauptmann Nirolf ansprechen. Und mal feststellen, ob wir hier irgendwas lernen können. Also, any one of our people. Okay, lasst mich schauen. Bereits erlernt. Also, richtig viel geht hier nicht. Ja, das ist mal alles nichts, was meine Leute erlernen sollen. Ja, nö. Tschüss. Ja, Entschuldigung. So, jetzt will ich einfach nur manchmal noch mal gucken, was der Dracker Malma kostet. Das müsste ja hier, ja genau, hier ist das. Moin. Oh, guck mal, er hat hier auch Brandpfeile. Ich glaube, ich kaufe immer welche ab. Wo ist der Dracker Malma? 428 Ocken. Fuck die Wand an. Da müssen wir aber lange für schuften. Abgebrochene Flasche, wisst ihr noch? Ich glaube, Odo Beckerbold war das. Ja, das gibt uns jetzt ein paar Dukaten weniger. Tishiana Lederharnisch. Ach so, ich dachte schon, was macht der mit dem Tishiana Lederharnisch? War der Tishiana oder was? Magischer Zweihänder. Nee. Okay, meine Lieben, das soll's dann erstmal gewesen sein. Ich darf nicht vergessen, die Pfeile. Ah, doch, sie hat sie gerade auch gleich gekriegt. Ich habe nämlich Angst, dass uns mitten im Kampf die Pfeile ausgehen und momentan. Ja, wir könnten ja noch. Wir könnten ja noch craften unten am Hafen, wenn ihr es mir nicht übel nehmt.
Und wenn, dann. Ich traue mich halt nicht, ne?